Heute werden wir uns anschauen, was passiert, wenn eine wunderschöne, liebenswerte junge Frau zu einer alten und verbitterten Sing wird. Sing steht für Single Income No Kids. Wir kommen zu Stage 1. Pubertät. Heranwachsende Frauen. Sie stellt fest, dass auf einmal mehr steigende Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts ihr gegenüber auftritt. Es ist kein Geheimnis, dass der Körper der Frau sich in der Pubertät verändert. Auf einmal wirst du zur Frau, auf einmal bekommst du morgens 100 Guten Morgen Texte. Oder auch, wenn du Geburtstag hast, auf einmal 1000 Nachrichten, Happy Birthday von verschiedenen Männern. Auf einmal siehst du mehr von den schönen Dingen im Leben. Weil Männer dir mehr Interesse gegenüber zeigen, wirst du dementsprechend auch mehr herumkutschiert. In schönen Wagen, in schönen, teuren, exquisiten Autos. Auf einmal genießt du einen besseren Lebensstandard. Aber spätestens jetzt musst du dich doch eigentlich fragen, wo ist der Haken? Ich frag mich, warum ich bis jetzt nie was bezahlen musste. Hirn, wer bist du? Ein Freund. Mach dich keine Sorgen. Genieß die Zeit. Du musst noch nichts bezahlen. Zumindest noch nicht jetzt. Ist das normal? Ist das normal, dass sich jedermann begehrt und nur etwas Zärtlichkeit im Austausch dafür will? Ist das normal? Die große Auswahl an Männern, die eine junge Frau auf einmal genießt, darunter viele reiche und einflussreiche Männer, sorgt für sehr viele falsche Erwartungen. Wegen dem hohen Lebensstandard, den sie inzwischen genießt, kann sie nicht mehr committen. Sie kann sich nicht mehr auf eine Beziehung festlegen. Sie sucht immer nach etwas Besserem. Sie möchte etwas, ja, mehr Sicherheit. Der nächste Mann wird bestimmt der richtige Mann sein. Das denkt sie sich! Das ist eine Art von Hedonismus, dem Hinterherrennen nach kurzfristiger Befriedigung. Vielleicht werde ich darüber nochmal ein Video machen. Der Punkt ist, dadurch, dass diese Frauen auf einmal so einen Lebensstandard genießen, hast du so eine Bimbos da draußen, die auf einmal rumlaufen und sagen: 300.000, anywhere from 70 to 100k, 127, probably 150 to a quarter of a million a year, 150 maybe to 250.000 a year would be comfortable for sure. To be making like 650.000. $500,000? Ich bin mehr wert als nur 180.000, ich bin mehr wert als eine halbe Million! Damit er überhaupt eine Chance bei dir hat. Und das, obwohl sie mehr Boxer auf dem Boden gesehen hat als Mike Tyson. Es gibt so eine Female Delusion Calculator. Da kann man einmal sehr gut den Anspruch einer Frau eingeben und tippen, wie realistisch ihre Chance ist, einen passenden Partner basierend auf den Ideen, die sie hat, zu finden. Stage 2. Möglichkeiten. Junge, erwachsene Frauen. Du bist angekommen in deiner Glamour-Welt. Angekommen in diesem Glamour-Lifestyle. Dein Aussehen ermöglicht dir alles. Florenz, Play. Bali, Play. Mailand, Play. Dubai. Play. Du hast es alles gesehen, aber immer auf Nacken von irgendeinem neuen anderen charmanten Gentleman. In einem Porsche bist du schon 5-mal gefahren. Lambo, du saßt in 3. Eiffelturm, Anfänger. Kaviar hast du natürlich schon probiert. Alles, was diese Männer dafür im Gegenzug wollten, war doch nur ein bisschen Zärtlichkeit. Nur ein bisschen Zärtlichkeit. Von dir. Und du hast sie gegeben. Aber zu welchem Preis? 1938 zeigte der psychologische Pionier Lewis Terman zum ersten Mal, dass ein vorehelicher Sex stark mit ehelicher Instabilität korreliert, wobei man mehr Partner im Allgemeinen mit höherer Scheidung verbunden sind. Aber jetzt hat unsere angehende Sing doch noch gar nichts falsch gemacht. Sie hat diesen Männern doch einfach nur Aufmerksamkeit und Liebe gegeben, oder nicht? Ihr neuer Lover für 2 Wochen möchte doch gar nichts von ihr. Er möchte nur ein bisschen Aufmerksamkeit, körperliche Zuneigung. Und dafür zeigt er ihr die ganze Welt. Ist doch ein fairer Deal, oder? Gibt es also eine Studie von vor mehr als 20 Jahren, bei der die biologische Anthropologin Helen Fischer festgestellt hat, dass, wenn du mit vielen verschiedenen Partnern Geschlechtsverkehr ausübst, sich ein neuer Synapsenpfad in deinem Kopf bildet. Das bedeutet, simpel gesagt, dass sich dein Gehirn daran gewöhnt, eine schnelle Nummer zu schieben und danach alles vorbei ist. Und bei dieser Studie hat man bei mehr als 166 Fällen festgestellt, dass beim Geschlechtsverkehr ein Hormon namens Oxytocin freisetzt, auch genannt das Bindungshormon. Einfach gesagt, nach zu vielen Partnern, vorehelichen Partnern, wird dein Gehirn beziehungsunfähig. Wie viel mehr beziehungsunfähig? Nun, um genau zu sein, 161% höhere Scheidungsraten haben solche Menschen im Vergleich zu enthaltsamen und unberührten Menschen, wenn sie eine Ehe eingehen. Aber du feierst deinen Lifestyle. Er geht weiter. Du lebst dieses gute Leben. Glamour, Kaviar, Autos, gesehen werden, viele Vacations, viel Urlaub. Langsam stellst du fest, dass immer mehr deiner Freundinnen
unterwegs sind. Aber warum alle so jung? Lass uns doch mehr Spaß haben, denkst du dir. Auf einmal sind alle deine Freundinnen weg. Denn deine Freundinnen haben eine Sache verstanden, die du nicht verstanden hast. Oder die du weißt, aber sehr, sehr hart verdrängst. Die biologische Uhr der Frau tickt anders. Sie tickt und tickt und tickt. Erbarmungslos. Sie weiß, dass sie eine gewisse Zeitspanne hat, um Kinder zu machen. Und deine Freundinnen haben diese Initiative ergriffen. Nur du kannst diesen schönen Lifestyle nicht loslassen. Stage 3. Reue. Sink. First time in history, women have the right to choose whether they want a family or a career or life as a millennial. But don't tell me you're living that single income, no kids life as a millennial. I'll go first. My vacation plans consist of trying a new cocktail every single day of my vacation, which means I had to buy a bunch of alcohol. So, yeah. Anyone want to come over and try a new drink with me? Ich könnte euch jetzt an dieser Stelle 10.000 Videos von einsamen alten Frauen zeigen, die sich selber die Idee verkaufen, dass sie alles im Leben richtig gemacht haben. Mit Aussagen wie, ich möchte lieber finanziell nicht gebunden sein, ich möchte lieber keine Verantwortung tragen und was auch immer. Der Punkt ist, dass sie gar keine Option mehr haben. Das ist der springende Punkt. Deswegen lass uns diese Zeit sparen und direkt zum wichtigen Part übergehen. Auf einmal sind alle deine Freundinnen vergeben, verliebt, verlobt, verheiratet, aber nur du bist geschieden. Neue Kinder sind geschieden. Hit the wall. Davor fanden dich alle jungen Männer interessant. Alle waren sie an dir interessiert. Unsere Sink hat nun ihre Vorzüge verloren. Sie ist nicht mehr die Jüngste und Schönste. Und sie ist auf einmal alt. Und jetzt ist sie so gut wie mittellos. Weil die ganzen guten Männer sind vom Markt. Sie hat ihr ganzes Geld in der Jugend, in der frühen Blüte des Erwachsenseins für Konsum ausgegeben, Beauty-Produkte. Und jetzt umso mehr, weil sie versuchen will, dieses Bild des Jungseins aufrechtzuerhalten. Vielleicht Operationen, Eingriff, sonstiges. Dies, das. Jetzt hat sie nichts mehr. Diese ganzen Trips waren teuer. Vielleicht hat hier und da mal ein Simp oder ein Sugar Daddy für sie bezahlt, aber diese Zeiten sind nun vorbei und du bist mit nichts mehr da. Kein Mann, keine Familie, kein Geld. Du bist auf dich alleine gestellt. Und wir erinnern uns, wie gering die Chancen für diese Frauen waren, einen Mann in ihrer Erwartung zu finden. Diese Chance ist nun noch geringer geworden, weil jetzt bist du älter. Du bist noch unattraktiver. Und das ist nicht, wie ich jetzt sage, dass ich diese Frauen fertig machen möchte, aber ich bin realistisch. Die Hoffnung, dass ein Sugar Daddy dich rettet, ist also sehr gering. Vergessen wir nicht. Während du damals dein Slay Girl Lifestyle durchgezogen hast, haben Männer in deinem Alter geackert wie der letzte Knecht. Die Männer, die du nicht mal mit dem Arsch angeguckt hast. Diese Männer sind nun in einer Position im Leben, in der sie Auswahl haben. Sie haben Optionen. Sie können sich jetzt aussuchen, welche von den vielen Frauen sie haben wollen. Erinnerst du dich damals? Du hattest Optionen. Du hattest Möglichkeiten. Die hat er jetzt auch. Und jetzt kommt deine Rechnung. Und du wirst sie zahlen, ob du willst oder nicht. Du bist jetzt dran mit dem Wettkampf. Damals mussten diese Männer, die du ignoriert hast, um dein Interesse wetteifern. Mit Männern, die mehr Geld hatten, mehr Status, mehr Einfluss, mehr Mittel. Und jetzt ist er einer von ihnen. Jetzt hat er die Auswahl. Jetzt darfst du wetteifern um seine Aufmerksamkeit. Mit jüngeren Frauen, mit hübscheren Frauen, mit intelligenteren Frauen, mit Frauen, die weniger Berührung vom anderen Geschlecht hatten als du. Also in anderen Worten, Frauen, die weniger rumgeschlafen haben, sozusagen einen geringeren Bodycount haben. Gegen diese Frauen darfst du nun wetteifern. Das ist dieselbe Competition, die dieser Mann damals auch antreten musste. Diese Competition ist grausam. Und nun bist du dem Untergang überlassen. Alle guten Optionen sind vom Markt. Du bleibst deinem eigenen Schicksal überlassen. Deswegen, wenn du nicht so enden möchtest, musst du mir jetzt genau zuhören. Genau jetzt ist die richtige Zeit in deinem Leben, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, egal ob Mann oder Frau. Jetzt, in deinen jungen Jahren, kannst du das Fundament für später bauen. Triff schlaue und kluge Entscheidungen und sorg dafür, dass du in Zukunft nicht wie diese einsamen und erbärmlichen Geschöpfe an den Fehlern der Vergangenheit zu beißen hast. Du willst nicht sein wie diese gescheiterten Persönlichkeiten, wie diese einsamen alten Frauen, die im Internet rumheulen. Ich finde keinen Mann. Ja, das hast du mit deinen eigenen Händen vorausgeschickt. Und keiner hat Mitleid mit ihnen, denn sie haben damals ihre Entscheidungen getroffen. Sie haben sich für einen Lifestyle entschieden und jetzt haben sie die Konsequenzen zu tragen. Kein Mitleid für solche Menschen. Und wir wissen alle, die Zeit ist unbesiegt. Jeden von uns wird das Alter irgendwann treffen. Du musst jetzt kluge Entscheidungen treffen, denn sonst trifft dich der Weg. Der Schiff.